Ja, moin, wir sind im Mittleren Osten angekommen. Let's go, zerstören Sie alle explosiven Fässer, siegen Sie in 12 Minuten, zerstören Sie das feindliche Fort. Willkommen übrigens zurück bei Forts. Lassen Sie den Finger von unseren Ölvorräten. Wir haben dafür hart gearbeitet. Wir versprechen, keinen Finger davon zu legen, aber vielleicht einen Mörser oder zwei. Amen. Was haben die denn da gebaut? Der Feind hat seinen Reaktor mit einer Panzerung geschützt und baut eilig seinen Technikbaum aus. Das ist nicht gut. Es wird fast möglich sein, die Barriere zu durchbrechen, bevor er Granaten auf uns niedergehen lässt. Ja, gut, Granaten sind ja jetzt nicht das Schlimme. Allerdings waren sie so dumm, ihre Brennstoffdeponie unbewacht zu lassen. Zerstören sie die Fässer, um eine Kettenreaktion in Gang zu bringen, die ihre empfindliche Schwachstelle bloßlegen wird. Alright, das heißt, meine Pepsi steht hier vor meinem Minenshit. Ja, was ist das hier eigentlich für ein Bullshit? So, kann ich doch gar nichts bauen. Warum? Wer baut ein Dreieck? So. Es ist auch nicht die beste Position dafür, aber hey. Bauen wir hier halt weirde Sachen. Auch egal. Naja, nee, Technologie brauchen wir ja, ne? Eine nette Werkstatt. Damit wir krassen Shit machen können. So. Und dann gönnen wir uns hier schon mal eine Borderie. Weil Strom haben wir ja meistens relativ viel. Und das gefällt mir auch hier von der Stabilität noch nicht so wirklich. So, irgendwie hier so weirde random Dinger rein. Dann passt das auch alles. So, sind wir greedy? Wir sind natürlich greedy. Wir gönnen uns noch eine Mine. So, und dann... falls er auf uns schießen sollte. So, unsere Feuermörser sind gleich bereit. Können durchaus noch eine Dings machen. Und jetzt können wir auch Mörsers bauen. Einer sollte theoretisch reichen. Aber es hat natürlich selber Verteidigung. Nein, wir bauen einfach E3. Gut ist. Ist der Lachs gegessen? So. Wunderbar, bräuchten wir... ja, die Fabrik für die Kanone wäre ganz nett, ne? Kanone könnte ich hier noch reinheaten. I guess. Im Zweifel auch hier. So, da unten ist nichts Interessantes. Wunderbärchen. 600, ich schieße einmal random rüber. Okay. Der hat einen Boy. Mal gucken, ob ich den hier wegsnipern kann. Ich will auch Metalllager irgendwie schräg haben und noch eine Batterie. Denn ich finde das ganz geil, wenn ich auch Zeug übrig haben darf. So. Nehmen wir mal die drei Boys hier mit. Den müsste ich irgendwie auf die 2 setzen. Ich weiß gar nicht, von wo hat er geschossen? Ah, von da. Got it. So, die nächste Technologie... ja, setzen wir hier hinten hin. Bitte beruhigen Sie sich doch. Von wo hat er geschossen, der Junge? Ach, auch egal. Wie kann ich eigentlich die einfach wieder schießen lassen? Naja. Oder war der oben drin, der Scharfschütze? Na, wir müssen noch treffen. Diesmal ein bisschen weiter, dass wir den irgendwie von oben auch nerven. Ach, wait. Warum überhaupt? Wir wollen doch hier unten rein.
vollkommen vergessen. Oh, noch etwas tiefer. Und wieder etwas höher. An den kommen wir jetzt nicht ran. Set live. Nice. So. Ach, das war das Falsche. Das hat gar nicht meine Kanone freigeschaltet. Das hier schaltet meine Kanone frei. Ah. Aber so hoch ist auch Kacke wegen den Windrädern. Ja gut. Muss ja nur eintreffen, ne? Gar nicht so einfach. Gar nicht mehr so einfach. Ja, so muss das. Und jetzt brennt das hier hoch. Schön. Na ja, gut, dass ich ein bisschen mein Dingsbums verfehlt habe. Mein Zeitfenster für... was machst du da? Holy hell. Bitte nicht kaputt gehen, ich sehe doch deine HP. Warum hat er das denn nicht gelöscht? Der Bonobo. Ach komm. Passt alles nicht, ne? Das ist schon so richtig. Der geht mir schon so ein bisschen auf die Eier gerade, ne? Vor allem, weil ich auch nie sehe, wann der auf mich schießt. So, aber wir haben noch einen schweren Mörser, wir können einfach weiter böllern. Auch immer auf der Eier, der Junge. So, aber dann müssen wir es auch jetzt mal langsam hier haben, ey. So, kann doch nicht sein. Mach mal die Tür auf. Ein bisschen ein-aimen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt hingeschossen, aber hey. Ja, der hat alle verfehlt. Scheiße, jetzt war die Tür schon wieder offen und ich habe verkackt, drauf zu schießen. Ich vergesse das aber auch immer, ne? Ja, komm, hier, jetzt... rein in Aal da. Cool, einmal alle Minen weggenommen, bitte. Ah ja, das ergibt natürlich Sinn. Warum du dann nicht durchschießen kannst. So, nerven wir da mal ein bisschen. So, passt doch. Wir hatten sogar noch 3 Minuten übrig. Bisschen misplayed an einigen Stellen natürlich, ja. Deswegen machen wir jetzt auch mal eine Pepsi auf. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Energie. Dann wissen wir auch, was wir tun müssen.
Machen sie Forts immer noch in offenem Gelände, wie ich sehe? Ja, ja, ja. Okay, hier brennt alles. Eine Doppelfortanlage, bei der seine Reihe schon von diesen Fersennasen geschützt werden. Ah, ja. Unsere einzige Chance ist auszuschalten, bis darin, diesen Zünder mit einem Laser anzuzünden. Und dann fällt das Ding runter. Okay. Interessant. Ja, doch, scheiß drauf. So, machen wir hier unsere Windkrafträder rein. Noch ein zweites? Nee. Erst die Mine. Erst die Mine, Boys. So, wo hat denn diese Windkrafträder? Da oben. Und wir sollen 5 zerstören. Ja, sie sind ja alle 5 da oben. Ja, easy. Nehmen wir einen Mörser und dann kriegen wir alles damit weg. Ne, das hört sich doch nach einem Plan an. So, eine Batterie kann auch nicht schaden. Weil Strom haben wir ja meistens am Anfang noch im Überfluss. Was ist das? X? Ich hab Hotkeys gefunden. Ich hab Hotkeys gefunden! So, Leute, jetzt seid ihr von nichts mehr sicher. Zack, Waffen, V. Nice. Und ich kann einfach durch... Boah, wir sind so smart. Wir brauchen aber die Tech für Laser. Deswegen gönnen wir uns einfach noch so ein Ding. Noch eine Batterie. So. Oh, hier passt auch einer hin. Aber warum nicht? Nett. Und dann noch den Boy hier. Und dann können wir die nächste Technologie-Glins gleich holen. Wir können aber jetzt auch schon Waffen bauen. So, sollte er auch Mörser haben. Na, wir müssen mit dem Mörser hoffentlich eigentlich nur einmal da oben hinschießen. Das sollte aber eh von selber wegbrennen, I guess. Naja, können wir uns noch eine... Batterie. Ah, habe ich ein bisschen misplaced. Egal. So, 800 für unsere nette Manufaktur. Ich glaube, ich komme da gar nicht oben an, ne? Ne. Zu weit weg. Außer ich baue hoch natürlich. Ich guck mal, ob ich den da unten irgendwie nerven kann. Nicht wirklich, nein. Gut. Dann warten wir, bis unsere Technologie fertig ist und reißen den wieder ab. Ah, der hätte vielleicht stehen bleiben können, egal. Ja. Der hätte da auch vielleicht stehen bleiben sollen. So, 2 Boys zur Verteidigung, 1 Laser. Der braucht 1000 davon, das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir brauchen noch einen Speicher dafür. Und weil wir gerade floaten, weil wir gerade sehr viel von allem hier übrig haben, gönnen wir uns einfach noch ein Dingslager. Ja, müsste vom Winkel schon irgendwie machbar sein. So. Komme ich hier noch ran? Ja. So, und wenn ich jetzt hier noch hier die Zwischenstreben reinziehe. Um das Ganze so ein bisschen stabiler zu machen. Kann ich dann höher bauen?
natürlich nicht. Das muss natürlich Hintergrundholz sein. So, zack. Können Sie bitte nicht Sachen ansnipern? Ach, Quatsch. So, da reicht es auch, wenn wir eine einfache Tür drin haben. Hier bitte zumachen. Das wird schon reichen. So, und hier gucke ich mal, ob ich vielleicht noch einen höher gehe. Und mir doch den Mörser noch gönne. Wir haben doch den Stall. Gut. Kriegen wir nicht wirklich was reingezogen? Wie hat der den gesnipert? Ich erwarte Antworten. Nervt uns hier nicht mit dem Snipern. So, da können wir oben fast treffen. Schade. Treffen wir doch nicht. Ah, etwas tiefer. Ja, die Frage ist, wie sollen wir die da oben eigentlich zerstören? Ja. Ich meine, wir könnten einfach zurücksnipern, ja, aber... Da war Shit im Weg. Komm. Sag mal, will er uns wegschnipern hier oder was? Sehe ich ja nicht ein. Der baut da schon wieder Shit hin. Ach, minimal höher, okay. Lassen Sie dies. Ja, ich hätte vielleicht schlauere Sachen machen können. Hallo. Mach auf den Lachs. So, weil dann lassen wir einfach mal die Windkraft sein. Die hätten wir einfach wahrscheinlich mit der Kanone oder so einmal drüber fegen müssen. Deswegen habe ich auch eine gebaut, aber hey. Wir brauchen sie ja nicht zwingend. Wir brauchen sie doch nicht zwingend. Wir haben hier sogar ein gut aufgebautes Fort. Glauben Sie Berichte über unseren vermissten Hubschrauberträger nicht? Der ist Nutzerreparateur. Wir sind auf Ihre Hilfe nicht angewiesen. Ihr Pech ist unser Gewinn. Der Hubschrauberträger der Drachenarmee ist der letzte, der noch existiert. Die Kriegsbeute ist unser. Dieser hochgelegene Bau hat mächtige vorgefertigte Verteidigungsanlagen. Wir werden eine andere Möglichkeit finden müssen, das Problem zu lösen. Wir können auch einfach durchböllern. Der Feind entsorgt seinen Müll an der Rückseite des Forts. Wenn Sie eine Möglichkeit finden können, diese versehentlich auszunutzen, können Sie vielleicht einen Frontalangriff vermeiden. Ja, wahrscheinlich will ich oben eine Cannon setzen. Ich meine, ich habe schon alles ready dafür. Das heißt... Würden Sie das bitte... Oh, das kostet echt viel. Würden Sie das bitte lassen?
Kann ich da, darf ich da nicht ran? Arschloch. So. Ja, beruhigen Sie sich doch. Ich, warum darf ich da nicht bauen? Ach, weil es mir nicht gehört. Komm, willst du hier auch noch ein Schild haben, oder was? Kostet nichts. Bin doch reich. Er lässt mich da aber auch nicht ran, ne? So. Nach Himmelsherrgott. Sagen Sie mal. Lassen Sie das doch da. Ey. Nochmal und ich komm da rüber, ey. Schwinge doch nicht so, bitte. So, haben wir uns jetzt wieder eingelebt, ja? Alter, der... Der Junge jietet aber auch... rein, ey. So. Ich brauche noch nur die Kanone. Ja, komm. Ich müsste weit genug runterschießen können. Und da hier immer durchbüllert. Ich würde ja hier immer noch gerne mein zweites Schild hinsetzen, aber ich darf ja nie. Nur wenn ich das baue, werde ich abgeschossen. Es fällt einfach runter. Warum fällt es denn runter? Dann mach den hier. Dann bauen wir einfach möglichst viel Müll davor. Na, Müll ist auch eine gute Sache. So, hier, was ist hiermit? Sind Sandsäcke gut gegen Sachen? Keine Ahnung. Ich finde aber, ich brauche mehr Sandsäcke. Sandsäcke hören sich schon nach einer guten Idee an. So, und der da oben ist hoffentlich bald fertig. Lassen Sie dies. Was ist denn hier los? Er macht schon wieder Sachen. Mein Gott. Das wäre viel schneller gegangen, hätte ich aber zwei Kanonen gebaut und von vorne durchgeschossen. Ja, gönnen wir uns doch Sibirien. Übrigens, Sibirien, das ist ja kalt draußen. Ja, es ist auch kalt hier drin. Und ich weigere mich, meine Heizung höher zu stellen als das Mondsymbol.
Ne, aber mein PC ist auch nicht heiß genug in Forza. Das ist ein bisschen nervig. Sonst wäre das ja okay. Ja. Er hat sich da eingenistet. Und baut jetzt nach unten. Wie, wir haben nur zwei Minen. Bauen Sie eine Brücke zu dieser anderen Mine, um ihr Fort schneller aufzubauen. Okay. Ehre der Drachenarmee. Cool. Ich brauche Technologie, damit ich die Technologie habe. Ja. So. Nicht schön, aber selten. So, wir haben gar keinen Strom, fällt mir gerade auf. Das heißt... Will ich hier wirklich Strom so anbauen? Nee. Lass uns mal den Strom eher so hier unten ran nieten. So, und dann brauchen wir die andere Technologie noch. Können wir im Bestfall da hinten hinsetzen für Kanone und so ein Shit. Fabrik voll mit so Schwarmraketen. Ja, was sollen wir denn? Also, kommen wir doch nirgends mit ran. Wir brauchen schon die krasse Technologie hier. Aber unser Strom war jetzt nicht so geil die letzte Zeit, deswegen... Er snipert auf mich. Ich brauch Batterien! Shit! Panik. Kann mir das sonst gar nicht leisten. Oh mein Gott, das war ein bisschen ein Fail jetzt. Lassen Sie mal meine Dinger in Ruhe hier. So. Ha, das war halt krass reingeintet. Das hätte ich besser machen können. Ich will nicht, dass der Bums hier runterfällt. Die Strebe, die ist schon so leicht pink. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. So, bauen wir mal. Alter, ich snapper jetzt zurück. So, ich will auch eine Kanone setzen. So, von wo kommst du? Ups. Ups. Nee, noch nicht ganz. Da sind wir eingegamed auf den Jungen. So. Von wo ist hier so eine... So eine nette Tür. Warum kann ich denn hier keine Tür setzen? Ach, ich hasse mein Leben. Hör doch auf! Ah! Ach, haben wir noch durchgeschossen. Kann er mich mal.
Meine Kanone passt hier nicht, ne? Nee. Ansonsten war hier unten doch einfach eine zweite Kanone hin. Warum denn auch nicht? Da! Ach, egal. Bauen wir einfach Riesentüren hier. Wir haben das Geld, ja. So, praktisch muss ich ja nicht viel mehr jetzt machen. Ist eigentlich nur warten, bis er hier die Tür aufmacht. Arschloch. Ich würde sagen, bis er hier die Tür aufmacht und dann einfach reinschießen, aber nein. Das ist eher natürlich wieder anders. Das sage ich ihm auch, dass ich das nicht gut finde. Keine Ahnung, was ich da angeschossen habe, aber jetzt weiß er, dass ich kein Fan davon bin, was er hier mit mir tut. So. Dann schießen wir auch gleich wieder rein. Na, und wenn er nicht nett zu uns ist, kriegt er auch noch einen ganzen Mörser da rein. Ach du Kacke, das hängt hier. Ganzen Laser. Das hängt alles so auf 7.5 gerade hier. Aber hey. Der Shit darf nicht runterfallen. Ja gut. Müsste ich ja nicht noch was vorsetzen. Habe ich aber kein Geld zu. Der war schön. Guck mal. Das findet ihr doch gar nicht nett. Au, immer noch zu tief. Sagen Sie mal. Jetzt schießt er auf mich. Ich hasse ihn so sehr. Hier, das halte ich davon. Oh, die hat keinen guten Winkel, ne? Wenn ich das hier mache, hat die dann einen besseren Winkel? Ja, dann kann ich oben wieder reinschießen. Nett. Bisschen abschneiden von der Versorgung. Nee, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht oben reinknallt. Ja. Shit. Mann. Er bricht aber auch nie ab, die Sachen zu bauen, ne? Oh, das ist ein bisschen viel. Ich wollte nur eine größere Tür haben. So, den vielleicht nicht ganz so hoch diesmal. So, siehst du, dann nervt das den auch ein bisschen. Hab ihn nicht erlaubt, dies zu tun. So, na? Hang in there, du schaffst das. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich hab gesagt, stirb! Ja, jetzt! Schalten Sie den feindlichen Rektor aus. Wie? Hab wieder rausgeschaltet. Ist das Game verwirrt? Naja, auch egal. Bist du ein bisschen verwirrt, das Game heute? Reflektieren Sie den Laser auf den Feind zurück. Das schaffe ich. Sieh mal einer an. Drei Löcher im Boden. Ihr Fort ist enttäuscht gewöhnlich. Sun Tzu wäre stolz auf diese Irreführung. Dein Feind wird sein Feuer mit Minigun, einer Kanone und einem Laser verstärken. Gut, dass ihr das schon wisst. Sie müssen eine Verteidigung organisieren, um unsere wertvollen Bohrtürme zu schützen.
Bauen Sie hoch zu diesem Aktivierungszentrum, achten Sie dabei darauf, dass Ihr Bau den Angriff einer Minigun überstehen kann. Stellen Sie eine Verbindung zur Werkstatt her und stellen Sie sicher, dass Sie sich gegen das Feuer aus einer Kanone schützen können. Und dann den Laser. Okay. So, ich fahre direkt hoch zu den Windrädern. Habe ich nicht das gleiche Problem wie eben. Keine Ahnung, pflanzt den dahin. So, dann winkeln wir den Oschi hier an. Nee, ich will weiter Stahl. 210. So, die wollen wir auch upgraden dann gleich mal. 250. Na, weil das ist so unser Bottleneck dann aktuell. Geht's denn gut? Ah, da oben. Stimmt, ich war ja noch gar nicht fertig. 202. Ja, moin. Dabei muss ich hier noch einen ganzen Shit upgraden und machen und tun und dingsen und bumsen. Menschenskinners. So, 250 und dann rein in Aal. Ja, guck mal, das hält doch. Hier kann ich so. Nope. Okay. Dann pflanze ich hier Säcke rein erstmal. Und tatsächlich. Einen Band aus Lasers. Weil wir haben ja relativ viel Zeit, bis der Gegner angreift. Denke ich mir mal so, ne? Hier müssen wir nichts reparieren, das prallt alles ab. Wunderbar. So, wie viel packt da rein? Speichert 300 Metall. Ja, da sind wir auf 900. Ich glaube, das reicht für eigentlich alle Waffen. Außer für einen Laser. Also nehmen wir noch einen. Und noch einmal Strom. Noch einmal Strom. Ne, haben ist besser als brauchen. So, deswegen brauchen wir auch mehr Superminen. So, weil es ist zwar nicht viel, aber 5 im Gegensatz zu 4. Es ist mehr. Nicht viel, aber es ist mehr. So. Ich brauche hier wieder meinen Alibi-Sniper. So, weil den Gegner, den müssen wir auch... Den muss ich ja auch ein bisschen... Bisschen in Schach halten. So, auch hier müssen wir uns gegen den Gegner natürlich schützen. Aber auch das ist arschteuer, wenn wir das mit ganz vielen Schilden machen. Aber die Schilde, die dürften gegen alles ganz gut funktionieren. Ah, ist gut. Na? So, guck mal. Jetzt sind wir nämlich auch mal am Nerven hier. Ja, wie gefällt Ihnen dies? Ja, hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn ich du wäre.
Komm. Darf ich da nicht durchkommen? Holy, was hat er da gebaut? 30 Stahlstreben? Ja, geht doch. So. Ja, ich würde das. Ich würde tatsächlich gern. Aber egal. Darf ich natürlich nicht. Trust me, das muss so. Die sind, glaube ich, etwas länger, ne? Ah, nicht wirklich. Schießen wir einfach von oben so ein bisschen runter. So, ihr da unten. Habe ich euch erlaubt, sowas zu machen? Ich glaube nicht. So, ich finde das auch nicht nett, was sie hier tut. So. Bauen wir hier unten auch nochmal einen Laser. Hier so. Hier so. Für 6000 Strom. Warum ist unser Strom so kacke? Ach, weil wir 30.000 Schilde haben. Aha. Dann bauen wir doch immer 30.000 Windkraftanlagen. Die Schilde saugen schon Energie. Und ich will nicht, dass er da einmal raufstößt, sondern die Schilde sind weg und ich habe keine Energie mehr. So haben wir ja nicht gerechnet, mein Freund. So, und vor der Kanone habe ich trotzdem Angst. Deswegen ziehe ich hier extra noch Sachen ein. So. Ja, das ist schon eine bessere Stromproduktion. Nicht perfekt, aber hey. Ach ja, ich habe keine Tür drin, die schießt sofort. Möchtest du da irgendwie eine Tür reinbauen? So, ach ja, ich wollte ja hier noch einen Laser einhieben. Kannst du euch aus beiden eine Tür machen? Oder aus Trump? Ha! Lustig. Wir haben den Witz gemacht. Mate, dein Turm ist ein bisschen... Haben nichts gesagt. Turm kippt ein bisschen. Wo ist eigentlich sein Laser? Will ich das wissen? Ich hab einfach Schiss, dass er mir hier alles wegjoinkt. Ja. Da bin ich early mit euch. Guck mal, schön unten reinlupfen. Das würde mir stinken, wenn ich er wäre. Hast du Lust zu schießen? Ich denke nicht. Kriegen wir halt den Extrapunkt für zerstören sie den Boy mit seinem eigenen Laser nicht, aber wir haben schon Zweckpunkte, weil wir seinen ganzen Turm fallen lassen haben. So, kann ich weniger Kraft oder hat die Kanone immer gleich viel Kraft? Wenn die aber gleich viel Kraft hat, haben wir hier langsam ein Problem. Dann muss ich den hier nämlich abnehmen. Und den hier auch. Und die schwenken lassen. Ja. So, ein bisschen Gewicht dran. Ja, noch mehr. Noch mehr.
Ja, das muss reichen. Wir haben noch ein ganzes Stück rausgeholt. Mach zu, den Aal. Ja, aber viel besser wird das hier auch nicht, ne? Hallo, ich hab euch das nicht erlaubt. Die hören aber auch nicht auf mich. Auf mich, ey. So, dann kann ich hier ein bisschen tiefer reinjoinken. Och, nö, nicht schon wieder alles abreißen. Der Arme. Miep, miep, miep. Dude, bei dir brennen so ein paar Sachen. Lass mich schießen. Ja. Du, dein Vor ist ein bisschen... Sieht ein bisschen doof aus, Alter. Wir haben da doch die direkten Winkel drauf, oder nicht? Holy hell, wenn wir das treffen dürfen. Ah, der baut aber auch direkt davor, ne, wieder? Scheiße, wir haben gar nicht den direkten Winkel. Dann muss ich hier mit durchfahren. Oder halt hier noch eine Kanone, I guess. Wird langsam knapp. Wenn ich das rausnehme und das rausnehme, kann ich dann tiefer schießen. Und den hier. Nee, kann ich nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Vielleicht kann ich aber irgendwas abschießen, was explodiert. Oder halt einfach 3-4 Gunner. Ich würde das nämlich gerne noch in der Zeit schaffen. Irgendwie hier so schräg. Macht das mehr? Ich treffe nicht wirklich. Nichts Relevantes zumindest. Ups. Ja, jetzt direkt den Kern getroffen. Also mit dem Reflektieren des Lasers ging halt nicht. Wir hatten ein bisschen Zeitmangel. Und wenn man den Gegner attackiert, dann schießt er ja nicht zurück. So, also schießt, sollte er schon, aber in dem Fall hat er es nicht getan, weil er seinen Laser nie bauen konnte. Siegen Sie in 8 Minuten und bauen Sie einen Laser. Okay. Ich hätte mir durchlesen sollen, was Sie sagen. Haben Sie nicht gewundert, warum wir Ihnen diese Folge Bauplatz überlassen haben? Sehen Sie mal hoch. Ja, genau das. Feindliche Fort ist in einer Konstruktion beschränkt. Es werden nur 2 Präzisionswaffen und Raketensilos gebaut. Eine Sprengfalle wurde eingerichtet. Sobald sie die Explosion fest aus ist, werden sie in eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen, um etwas zu bauen, um den Feind zu vernichten. Nicht geil. Aber das heißt, ich brauche einfach die nächste Technologie. Das heißt, ich brauche auch ein Dingsdepot. Er snipert direkt oder was? Hat dem Jungen denn niemand Manieren beigebracht? Schlimm ist das hier, ey. So. Junge, Junge, Junge.
geschossen, aber ich halt zurück. So, und dann, ja, ein Laser, I guess. Das heißt, wir müssen die Technologie bauen. Und uns irgendwie über Wasser halten. Nicht ganz. So. Komm, mach auf. Na komm. Ja. Ist wohl mal nicht aufgemacht. So, 800. Ach, und 6000. Ich hab's schon wieder verkackt. Nicht wirklich sowas wie Gunner gebaut, ne? Merkt man, glaube ich. Junge, wie blind seid ihr? Die treffen gar nichts. Tun sie diesmal bitte nicht. Der hat das da oben ja schon angezündet. Ach du Kacke. Soll er aber nicht machen. Schieß zurück, ja? Kannst du? Ups. Kann das bitte richtiges Holz sein? Ah, zu spät. Er soll es halt mal lassen. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Können wir ihn anmörsern? Wir mörsern ihn einfach mal an. Wird er nicht auf alles eine Antwort haben. Ah, das passt noch. Ich kann mich natürlich hochbauen und das einfach reparieren. Lass das. Du hast dazu keine Berechtigung, bitte schießen Sie mich nicht ab. Das tut weh. Ha, er hat actually keine Verteidigung dagegen. Dann schießen wir mit dem hier auch nochmal ruf. Einfach nur um Hallo zu sagen. Direkt da rein. Würde mich ankotzen. So ein bisschen aufweichen das Holz schon mal. So. Viel mehr Zeit haben wir auch leider nicht. Müssen jetzt hier einfach nutzen, was wir haben. Hoffen, dass der Junge wegbrennt. Und sonst wird das schwer mit den 8 Minuten. Ich komme da nicht ganz durch. Und dann reicht das natürlich nicht. Wenn ich nicht ganz durchkomme, dann... RIP.
Einmal noch mit dem hier und dann... Ach, jetzt habe ich daneben geschossen. Naja. Dann müssen wir das anders schaffen. Kriegen wir die 8 Minuten nicht mehr ganz rein. Ah, wäre natürlich schön gewesen. Zumal er ja auch eindeutig Schwierigkeiten mit der Verteidigung hat hier. Wahrscheinlich hätten wir die Windkrafträder ausschalten müssen vorher. Oder irgendwas. Man, solange wir ihn anzünden, nervt es halt, ne? Ganz kurz warten, zack. Kommen ja auch zwei Mörsers. So, guck mal, das ist der richtige Nervfaktor hier. Das ist mich mal ein bisschen weird, wenn er mich ansnipert und dadurch einfach Sachen kaputt gehen. Die halt absolut keinen Sinn haben, also dass mein Scope dann einfach kleiner wird. I don't... Ach, weil ich keinen Sniper mehr hab. Ah. Mein Scope wird kleiner, wenn ich keinen Sniper hab. Das ergibt actually Sinn jetzt. Komm, lass doch jetzt gut sein. Guck mal, da ist mein Sniper wieder. Das habe ich auch mit Präzision. So, lass uns den ganzen Bums hier oben jetzt mal absäbeln, ey. So, hätten wir das gleich machen können. Wie weit waren wir? Uff. Knäppkes. Knäppkes. Aber wir haben es geschafft. Wir mögen unsere Technik-Genie geschlagen, aber das ist sie teuer zu stehen gekommen. Achso. Manchmal muss man um des Ruhmes willen Opfer bringen. Ja. Wir liegen Berichte vor, dass die letzten beiden Hubschrauberträger beim Ausflug auf das riesige Öl abgestürzt sind. Wir können den erforderlichen Treibstoff in Europa holen, um dorthin zu kommen und es für uns selbst zu beanspruchen. Nice! Das heißt, wir machen Europa beim nächsten Mal. Was verlangt denn Europa von mir? Siegen Sie in 20 Minuten, zerstören Sie das fertige Vor, hindern Sie den Feind daran, den Laser abzufeuern. Ja, zerstören Sie zuerst das obere oder untere Vor. Also nicht das mittlere. Zerstören Sie das obere Vor vor einem Kanon. Zerstören Sie das obere Fort vor einem Kanontreffer. Ah, bevor ich getroffen werde. Naja, machen wir später. Nächstes Mal meine ich, nächste Woche. Hauen Sie rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.